Der Jonas wieder zurück. Jetzt gibt es krasse Lester-Sachen. Ihr seid Fan. Schaut Celebstagram. Yeah, abonnieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Celebstagram. Ein Sommerloch gibt es in der funkelnden Welt der Stars und Sternchen nicht, denn auch heute haben wir wieder eine aufregende Folge vor uns. Euch erwarten News zu den Themen wie verloren geglaubte Superstars, Disney-Prinzessinnen als Schönheitstrends und den neuesten und vielleicht schmutzigsten Beef in der deutschen YouTuber-Szene. Auf geht's! Wenn wir an KuchenTV denken, dann denken wir an seine Skandale. Seine neueste und krasseste Aktion fand jedoch vor kurzem auf den Videodays statt. Als Einhorn verkleidet stürmte er mit seinem Kumpel die Bühne, während Chaos Freak performte. Dieser beleidigte die Einhörner wiederum derbe, während sie in Doggy-Position Sex auf der Bühne hatten. Doch hier fing der Ärger erst richtig an, denn was anschließend folgte, könnte sogar vor Gericht landen. KuchenTV veröffentlichte nämlich ein Video, in dem er erzählt, dass er hinter den Kulissen bedroht wurde und ihm sogar eine Speicherkarte gestohlen wurde. Chaos Freak antwortet natürlich gleich mit einem Gegenvideo. Auf Twitter trendet der gesamte Beef und die komplette Community ist zur Hälfte gespalten. Apropos Speicherkarten, scheint ja wohl ein richtiger Trend zu sein, denn auch Mimi hat ein Video veröffentlicht, in dem er Simon Dessieu und Leon Mascher beschuldigt, ihn bedroht und beklaut zu haben. Was sagt ihr zu den zweifelhaften Methoden? Schreibt es unten in die Kommentare. Vorne ist ein Einhorn und hinten sind auf einmal zwei. Das sind Sätze, die man so normalerweise halt sagt. Die MTV Video Music Awards fanden wieder statt und der glänzende Star der Nacht hieß Beyoncé, denn sie war für 11 Kategorien nominiert und überholte somit Madonna, die davor der meistgekrönteste Popstar der VMAs war. Rihanna bekam den Michael Jackson Video Vanguard Award. Überreicht wurde dieser von Drake, der ihr live seine Liebe gestand und sie auch noch küsste. Rihanna fand das Ganze so semi-lustig, zog aber trotzdem mit. Ey, Drake, bleib in deiner Friendzone, okay? Oops, she did it again. Britney Spears ist zurück. Die Popprinzessin performte nämlich ebenfalls auf den VMAs und Twitter schenkte ihr sogar einen eigenen Emoji. Dazu sagen wir nur Respect, it's Britney, bitch, and she's back. Life is a misery, like a virgin. Oops, I did it again. Work, 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 work. Das waren die VMAs 2016. Und jetzt die besten News für euch in unserem Celebster-Schnelldurchlauf. Whee! Einen besonders schönen Trend können wir derzeit auf Instagram beobachten. Die sogenannten Mermaid Thighs bzw. auf Deutsch Meerjungfrauen-Oberschenkel sind total angesagt und stellen einen kompletten Kontrast zur Thigh-Gap-Bewegung dar. Hierbei werden völlige Oberschenkel als Schönheitsideal erhoben, denn wenn diese aneinander reiben, sehen sie aus wie die Silhouette der Flosse einer Meerjungfrau. Ausgelöst wurde dieser Trend durch ein Meme mit Ariel und den Worten: Wenn sich deine Oberschenkel berühren, bist du einen Schritt näher dran, eine echte Meerjungfrau zu sein. Tja, das ist wohl eine ganz deutliche Ansage an alle Lückenfans. Die GlowCon fand am Wochenende statt und 5000 YouTube-Fans freuten sich auf einen Meet and Greet mit ihren Stars und Sternchen. Außerdem performte Anna-Maria Damm ihren ersten Song Too Lost in You vor großem Publikum. Wir sagen Respekt. Besonderes Highlight: Steffi Giesinger hatte nicht nur Geburtstag und wurde süße 20 Jahre alt, sondern zeigte sich auch zum ersten Mal offiziell mit ihrem neuen Lover Markus Butler. Und eins kann man sagen, die beiden sind wirklich ineinander verliebt. Hat er schon wieder eine neue? Natürlich ist die Rede von Justin Bieber. Der kanadische Sänger wurde nämlich mit dem Model Bron Plampite gesichtet und dieses hat wiederum auf Instagram Bilder mit ihm gepostet. Uiuiuiuiuiui. Doch keine Sorge, Justin und Sophia sind noch ein Paar, denn sie haben erst vor kurzem in Mexiko Sophias 18. Geburtstag gefeiert. 4 Millionen. So viele Follower hat Bibi jetzt auf Instagram und feiert den Erfolg mit diesem Foto. Aber nicht nur das, auch ihr Freund Julienko hat die 3 Millionen Abonnenten auf Instagram erreicht. Wir wünschen beiden weiterhin viel Erfolg und möge der Klickregen auf sie fallen. Lisa und Lena sind Musical.ly-Stars. Die beiden schwäbischen Zwillinge haben auf Instagram über 5 Millionen Abonnenten. Und nicht nur das, vor kurzem hatten sie ihren ersten großen Live-Auftritt auf den Videodays. Dort animierten sie nicht nur zum Beatboxen, sondern tanzten auch noch sehr zur Begeisterung des Publikums. Von denen werden wir noch richtig viel hören. Das war's auch schon leider wieder mit Celebstagram, aber halt, wir haben noch super Neuigkeiten für euch. Ihr träumt davon, YouTube-Star zu werden? Dann geben euch jetzt Samsung und Awesomeness TV die Chance dazu. Bewerbt euch bei unserem neuen Nachwuchswettbewerb auf www.newcomer.de. Weitere Informationen findet ihr aber auch hier oben in der Infocard. Und dann sehen wir uns schon vielleicht bald hier in diesem Studio. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert Awesomeness TV, schaut bei mir auf dem Kanal vorbei. Bis dann, ciao. Ja, schön, dass du das hier jetzt laufen lässt. Jetzt wirklich wieder Vollidiot. Penis, Penis, 1, 2, 3.